Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinger Shoppen. Ich habe es ja schon angekündigt, das werde ich jetzt nur aus der Grundverpackung rausholen und danach mache ich noch ein Unboxing und ein Hardware-Video. Das hat auch einen speziellen Grund, weil das findet man so nicht. Ich habe da nämlich lange nachgesucht und keine Informationen gehabt. Und das möchte ich jetzt vielen etwas leichter machen, deswegen erstmal nur in meinem Odin-Pack aus. Die Grundverpackung auspacken und dann zeige ich euch, was ich mir geholt habe. Musste ich auch selber hochschleppen, die Postfrau hat es nicht geschafft. War ihr zu schwer. Und ich nehme auch ohne Mikrofon auf, weil mit Mikrofonkabel würde das jetzt nicht so gut funktionieren. Mal denn hier. Ach, da ich noch ein Burr-Katalog mit dazu gekriegt. Mit einem Weihnachts... Die guckt auch schon verführerisch. Ja. So. Ich hatte ja schon mal... Oh, fuck it. Oh, ach, da ist noch was drin. Scheiße. Ach, ich habe ja auch, das sieht man. Aber hier steht es drauf, das ist die ZX1518-675 Home Theater Surround System 5.1 mit Fernbedienung und MP3 von Auvisio. Ich hatte ja von Auvisio schon öfter, nee, das ist das zweite Mal, dass ich was von Auvisio vorstelle. Einmal war diese externe Soundkarte, praktisch dieser USB-Stick mit Soundquelle, also wo ich Kopfhörer und Mikrofon anschließen konnte. Und jetzt halt die Anlage. Ich habe nach längerem Suchen für einen normalen Preis eine Anlage gesucht. Das ist mit der hier erfüllt. Die hat mich jetzt gekostet, ja, mein Weihnachtsgeld, 119 Euro runtergesetzt. Normalerweise sollte so, glaube ich, 169 kosten. Aber die wird wohl längere Zeit für 119 Euro gehen. Die gibt es in Schwarz und in Holzmuster. Das werdet ihr dann gleich im Unboxing sehen. Das mache ich jetzt nur, um euch die mal vorzustellen. Warum ich da jetzt auch noch extra ein Unboxing und ein Hardware-Video mache, ist der Grund, ich habe nach längerem Suchen eine Anlage gesucht, die bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte Anschlüsse hat. Das werde ich euch gleich im Hardware-Video ganz genau erklären, warum und weshalb. Und diese Anlage erfüllt diese Voraussetzungen, aber es war nirgendwo schriftlich hinterlegt, was die Anlage an Anschlüssen, an Ausgängen, an was weiß ich hat. Nur so ein grober Entwurf, und man hat auch nie ein Bild von hinten von der Anlage gesehen. Hier werdet ihr sie mal von hinten sehen. Jo. Und deswegen machen wir gleich noch ein Unboxing und ein Hardware-Video, und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.